Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. Heute geht es um WASPs, um Kryptowerte und um Kryptoverwahrer. Ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. Ende April habe ich ein Video gemacht, in dem ich mich mit globalen Stablecoins, mit dem Libra-Projekt auseinandergesetzt habe. Es ging da um Regulatorik und um die Erfolgsaussichten, die übrigens aus meiner Sicht massiv gestiegen sind, jetzt wo Libra massiv in Compliance investiert. In dem Video geht es um einen Begriff, der im Libra White Paper relativ häufig vorkommt, ohne dort genau erklärt zu werden. VASP, WASP. Ich möchte erklären, was das ist, also was darunter zu verstehen ist, was es mit Kryptowerten zu tun hat und mit Kryptoverwahrern. Das sind ja beides Begriffe, die seit 01.01.2020 ins deutsche KWG aufgenommen worden sind. Um einen Rahmen aufzuspannen, fange ich damit an, die Systematik des Bankaufsichtsrechts in Deutschland kurz anzusprechen, zu skizzieren. Dann geht es aber direkt rein ins Thema, Definition Kryptowert, gefolgt von der Definition Finanzinstrument. Am Ende gehe ich auf den Kryptoverwahrer ein. So, das ist das Programm für die nächste Viertelstunde. Ich hoffe, es interessiert euch. Die Abkürzung VASP hat sich übrigens weder die Libra Association noch Facebook ausgedacht. Der stammt von der FATF, der Financial Action Task Force, so nennt sich der Zusammenschluss der internationalen Geldwäscheaufseher. Die wurden im Sommer letzten Jahres, also als Libra das erste White Paper vorgelegt hat, beauftragt, Geldwäscherisiken aus globalen Stablecoins zu analysieren. Den Bericht darüber hat die FATF im Juni vorgelegt. Der kommt zum Ergebnis, dass die Geldwäscherisiken von globalen Stablecoins im Rahmen der vorhandenen Empfehlungen, also der Empfehlung der FATF, ausreichend beherrscht werden können. Kern der Sache ist die Empfehlung 15, die sich mit neuen Technologien befasst, und die Auslegungsnotiz zu dieser Empfehlung 15, die speziell auf Kryptowerte und Kryptowallets eingeht. In dieser Auslegungsnotiz kommt die Abkürzung VASP als Virtual Asset Service Provider vor. In Deutschland wurde das umgesetzt, Herbst letzten Jahres, durch Einführung der Definition Kryptowert ins KWG und des Kryptoverwahrers. Aber warum ins KWG? Eigentlich sollen doch der Bitcoin und Stablecoin gerade eben ohne Bankgeschäft auskommen. Um das genau zu verstehen, muss man sich mit dem Aufbau der Bankenregulierung in Deutschland kurz befassen. Und das machen wir jetzt vorab. Was ist das Charakteristische am Bankgeschäft? Was macht eine Bank zu einer Bank? Das Geld. Habe ich zu viel Geld, kann ich es bei der Bank abgeben. Und habe ich zu wenig, kann ich es mir dort leihen. Diese Kombination aus Hereinnahme von Einlagen und Kreditgewährung kennzeichnet das klassische Einlagenkreditinstitut. Und das ist der Kern des Bankgeschäfts. Das Ganze funktioniert natürlich nur deshalb, weil das Bargeld nicht in den Tresor gelegt wird und dort verwahrt wird, bis der Kunde es wieder abheben will, sondern weil das Geld in Forderungen umgewandelt wird und im Kontokorrentkonto aufgeschrieben wird. Die Bank merkt sich, wie viel Geld sie von mir bekommen hat und wie viel sie mir ausgezahlt hat und trägt das in ein Konto ein. Ist der Saldo positiv, habe ich eine Einlage. Ist der Saldo negativ, habe ich einen Kredit. Aber damit nicht genug. Die Bank eröffnet mir auch die Möglichkeit, Forderungen zu bezahlen, unbar zu bezahlen. Ich muss das Geld nicht abheben und in bar bezahlen, ich kann eine Überweisung machen. Das macht die Kontokorrentkonten zu Girokonten.
Eine weitere Funktion der Banken ist, dass sie die Anlagemöglichkeit eröffnen. Sie vermitteln den Zugang zum Kapitalmarkt. Sie sind an der Börse. Sie beschaffen mir Wertpapiere, sie beschaffen mir Investmentfonds, sie verwahren und verwalten sie und sie regulieren die Geschäfte. Das sind Wertpapierdienstleistungen. Und diese Wertpapierdienstleistungen können entweder Bankgeschäft sein oder Finanzdienstleistungen. Sie sind dann Bankgeschäft, wenn die Wertpapierdienstleistung vor allem mit dem Schutz des Kundenvermögens zu tun hat, wie Depotgeschäft zum Beispiel, wo es um die Verwahrung und Verwaltung von Vermögensgegenständen geht. Oder auch Finanzkommissionsgeschäft. Sie sind dann Finanzdienstleistung, wenn die interessewahrende Ausführung der Wertpapierdienstleistung im Vordergrund steht. In Deutschland haben Banken also neben ihrer klassischen Funktion als Kreditinstitut meist die weitere Aufgabe als Zahlungsdienstleister und auch als Wertpapierdienstleister. Das macht die klassische Universalbank aus. Zusammengefasst kann man sagen, dass also die Regulierung sich jeweils aufteilt, ob es eben um Einlagensicherheit geht oder um die Funktionsfähigkeit des unbaren Zahlungsverkehrs oder ob es um Anlegerschutz geht. Und genau in dieses System müssen sich jetzt die neuen Instrumente, sei es jetzt Bitcoin oder sei es auch Facebooks Libra, einsortieren. Der Gesetzgeber hat dazu zunächst die Definition Kryptowert ins KWG geschrieben. Kryptowerte sind in § 1 Absatz 11 KWG geregelt. Die genaue Definition findet man im Satz 4. Wesentliche Merkmale der Definition sind die digitale Darstellung und die Möglichkeit, dass sie elektronisch übertragen, gespeichert und gehandelt werden. Kryptowerte müssen zudem eine oder beide wesentlichen Eigenschaften von Geld haben. Sie müssen als Zahlungsmittel akzeptiert sein, also eine Zahlungsfunktion haben, oder dem Anlagezweck dienen, handelbar sein. Das ist eine sehr, sehr weitgehende Definition. Machen wir uns das klar. Was es umfasst, also vor allen Dingen mal Bitcoin und auch, wenn es das dann gibt, Libra oder globale Stablecoins allgemein. Aber die Definition ist technologieneutral. Da steht nichts davon, dass es verschlüsselt sein muss. Und aus der Überschrift Kryptowert darf man da nicht allzu viel herleiten. Die weite Definition des Kryptowerts unterwirft praktisch alles, was Zahlung oder Kapitalanlage dienen kann und eine digitale Form hat der umfassenden Beaufsichtigung. Deswegen sind auch die Ausnahmen sehr relevant. Die erste Ausnahme bezieht sich auf digitale Zentralbankwährungen. Die sind selbstverständlich von der Beaufsichtigung durch die BaFin ausgenommen. Aber auch E-Geld oder Token, die auch vom Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz ausgenommen wären, fallen nicht in den Begriff Kryptowert und damit auch nicht in den Begriff Finanzinstrument. Auf die Definition des Kryptowerts kann der Gesetzgeber jetzt aufbauen, indem er die Definition des Begriffs Finanzinstrument eben um den Kryptowert erweitert. Kryptowerte sind nach § 1 Absatz 11 Nummer 10 KWG Finanzinstrumente. Und das hat weitreichende Folgen. Gucken wir uns das zunächst für die Bankgeschäfte an. Es gibt zwei Bankgeschäfte, die an den Begriff Finanzinstrument anknüpfen. Das eine ist das Finanzkommissionsgeschäft, das andere ist das Emissionsgeschäft. Erstes Beispiel, das Finanzkommissionsgeschäft. Die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten für andere. Und das ist weit auszulegen. Das bedeutet, wer Kryptowerte gegen Geld kauft oder verkauft für Kunden, betreibt ein Bankgeschäft. Oder nehmen wir das Emissionsgeschäft. Auch das Emissionsgeschäft, also die Teilnahme an einem Coin-Offering oder so,
mit Garantieübernahme kann schnell dazu führen, dass man Bankgeschäft betreibt. Noch relevanter ist die Definition von Finanzinstrument für die Abgrenzung der Finanzdienstleistungen. Die ganzen klassischen Wertpapierdienstleistungen wie Anlageberatung, Abschlussvermittlung, Anlagevermittlung, aber auch exotischere Sachen wie zum Beispiel multilaterale Handelssysteme. Und das könnte zum Beispiel eine Krypto-to-Krypto-Exchange sein. Knüpfen an den Begriff des Finanzinstruments an. Wer gewerbsmäßig Bankgeschäfte erbringt oder Wertpapierdienstleistungen, der ist Kreditinstitut oder Wertpapierdienstleistungsinstitut, zusammengefasst als Institut, und unterliegt damit einer Reihe von aufsichtsrechtlichen Folgepflichten. Die erste Pflicht ist die Pflicht, einen Erlaubnisantrag zu stellen. Wer verbotenerweise Bankgeschäft oder Finanzdienstleistung betreibt, ohne die notwendige Erlaubnis nach § 32 KWG zu haben, begeht auch eine Straftat. Wenn ich diese Erlaubnis habe, muss ich einen ordnungsgemäß eingerichteten Geschäftsbetrieb vorweisen können. Ich muss eine angemessene Geschäftsorganisation im Sinne von § 25a KWG unterhalten, und zu der gehört auch nach § 25h Geldwäscheprävention. Geschäftsleiter müssen geeignet und zuverlässig sein, so wie es in den Fit and Proper Rules drinsteht. Und abgerundet wird das durch die Aufsicht seitens der BaFin. Als Folge der Einstufung als Kreditinstitut oder als Finanzdienstleistungsinstitut ergibt sich auch die Rolle als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz. Also das ist schon beeindruckend, oder? Eine gut ausgedachte neue Definition von Kryptowerten und eine minimale Änderung einer vorhandenen Definition Finanzinstrumente, und schon sind sämtliche Kryptowerte, egal ob sie Zahlungs- oder Wertaufbewahrungsfunktion haben, komplett reguliert. Jetzt müssen nur noch diejenigen speziellen Funktionen eingefangen werden, die es in der Form nur im Kryptogeschäft gibt. Und das passiert in der Dienstleistung Kryptoverwahrer. Eine weitere Ergänzung findet sich in § 1 Absatz 1a KWG. Dort wurde in Nummer 6 das Kryptoverwahrgeschäft ergänzt. Worum geht's? Es geht um die Verwahrung, Verwaltung oder Speicherung von Kryptowerten. Verwahrung, das ist das Analoge zum Depotgeschäft. Beim Depotgeschäft werden Aktien verwahrt, beim Kryptoverwahrer werden die Kryptowerte verwahrt. Die Verwaltung ist die Ausübung von Rechten aus den jeweiligen Kryptowerten. Hier, denke ich mir, ist das vergleichbar mit der Finanzportfolioverwaltung. Aber ja, man muss sehen, was das für Rechte sind, die aus den Kryptowerten sich ergeben. Der spannendste Punkt: der Cloud-Anbieter oder Webhoster in gefährliche Nähe zum Finanzdienstleistungsgeschäft bringt, ist die Speicherung. Hier geht es also natürlich um die digitale Speicherung, aber es kann auch die Aufbewahrung eines USB-Sticks oder eines ausgedruckten Blatt Papiers umfasst sein. Hier muss es eine Abgrenzung geben, und die Trennlinie verläuft dort, wo der Dienstleister weiß, das, was er hier speichert oder aufbewahrt, ist ein Kryptowert. Neben der direkten Verwahrung, Verwaltung oder Speicherung von Kryptowerten kann der Tatbestand auch durch diese Tätigkeiten bezogen auf kryptografische Schlüssel erfüllt werden. So, und damit hat Deutschland zum 01.01.2020 im KWG die Anforderungen der Recommendation 15 der FATF zu Virtual Assets und Virtual Asset Service Providern umgesetzt. Wer dazu genaueres nachlesen will, findet Detailinformationen in den beiden Rundschreiben der BaFin aus dem März diesen Jahres zur Erlaubnispflicht von Kryptogeschäften
und zum Erlaubnisantrag. Das Thema Anlegerschutz konnte in der Kürze der Zeit nur angedeutet werden. Aber das ist sehr, sehr kompliziert. Auch hier gibt es ein Merkblatt der BaFin, das die verschiedenen zu prüfenden Rechtsnormen anspricht, aufzählt. Es ist im Detail sehr kompliziert. Es hängt davon ab, ob ich ein Wertpapier habe oder eine Vermögensanlage oder nichts von alledem. So, und das war es dann auch schon wieder zu WASPs, Kryptowerten und Kryptoverwahrern. Ich hoffe, es war für euch was Interessantes dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, teilt es, empfehlt es weiter, abonniert den Kanal. Egal was, ich würde mich jedenfalls freuen, euch bald wieder mit einem Video begrüßen zu können.